Was ist Hannah? Fertig. Was heißt Hannah? Konzentriert euch. Ach so. Du weißt es doch. Doch, ich weiß es. Okay. طيب. Fang an, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich bezeuge und ich sage und bestätige mit meinem Herzen, es gibt niemand, den man anbeten darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt niemand, der das Recht hat, dass man ihn anbetet und dass man zu ihm betet und Dua macht, außer Allah. Und ich bezeuge und bestätige von Herzen und meiner Zunge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Prophet und sein Liebling ist. Und wenn ich das bestätige, dann bestätige ich, dass er mit der Wahrheit gekommen ist und dass ich ihm folgen muss und auf ihn hören muss. Und wenn ich auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam höre und ihm gehorche, dann habe ich auch Allah Azza wa Jal gehorchen. Ja? Und wir machen inshallah heute weiter und heute ist der letzte Unterricht, bi'idhnillah Azza wa Jal. Und beziehungsweise es ist einfach jetzt für den Test, eine Vorbereitung für den Test, inshallah. Der Test wird nächste Woche sein. Ja, der Test. Nächste Woche Sonntag machen wir inshallah den Test. Und über die Propheten, und wir haben alle Propheten eigentlich durchgenommen, die im Koran stehen und sogar noch ein bisschen mehr. Und heute, inshallah, ist nur die Vorbereitung dafür, in dem Sinne, also nicht nur, sondern die Vorbereitung. Und die ist quasi ein bisschen wie jetzt auch der Test sein wird, aufgebaut auf Fragen und Antworten. Okay? Seid ihr bereit? Ja. Dann wollen wir mal schauen, inshallah, wer von euch gut zugehört hat bei den Unterrichten und wer nicht so gut zugehört hat. Ich habe lange nicht mehr gehört. Du hast lange nicht mehr gehört? Das sieht nicht gut aus für dich, Elias. Ich war manchmal nicht da. Du warst manchmal nicht da. Das ist nicht gut für dich. Weil der Gewinner bekommt ein größeres Geschenk. Die Verlierer bekommen nur ein kleines Geschenk. Bitte? Okay, inshallah. Fangen wir an? Seid ihr alle bereit? Ja? Ja. Tayyib, inshallah. Es können so Fragen, also alle Fragen, die ich jetzt stelle, es kann sein, dass manche davon im Test vorkommen, manche davon nicht vorkommen. Aber definitiv werden einige davon im Test auch vorkommen. Machen wir jetzt nur Fragen? Ja, der Unterricht heute ist aufgebaut auf Fragen und Antworten. Das heißt, für die Vorbereitung, damit ihr euch vorbereiten könnt für den Test. Weil nächste Woche, wenn der Test ist, dann kriegt ihr die Fragen. Und dann dürft ihr kein Buch aufmachen, dann könnt ihr eure Eltern nicht fragen und mich nicht fragen, sondern so wie beim letzten Test. Machen wir es hier? Ach so. Ja, ihr macht das hier. Und die Leute, die nicht hier sind, die Kinder, die jetzt in Deutschland oder wo auch immer sie sind, mitmachen, die machen es zu Hause. Ja, und dann, inshallah, danach werden wir dann schauen, inshallah, wer dann gewonnen hat, okay? Also, Frage Nummer 1. Zu welchen Wesen gehört Iblis? Zu welchen Wesen? Wesen. Ein Mensch, ein Tier, ein Dschinn, ein Engel. Musa. Usama. Usama, Entschuldigung, Usama. Ein Engel? Ein Engel? Ein Engel ist... Falsch. Ilyas. Ein Dschinn? Ein Dschinn und Dschinn ist richtig. Ja? Alle Gelehrte? Es gibt viele Gelehrte, die sagen, Iblis war ein Engel. Ja? Früher war er ein Engel. Nein, er war kein Engel. Der war noch nie ein Engel. Der war immer ein Dschinn. Ja, aber es gibt Gelehrte, die sagen, er war ein Engel. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in mehreren Stellen im Koran sagt, dass Allah, als Allah gesagt hat, ja, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس. Ja? Also Allah subhanahu wa ta'ala, als er befohlen hat, als er den Engeln befohlen hat, sich niederzuwerfen vor Adam, haben die es gemacht, außer Iblis. Deswegen sagen die ja, Allah hat ja den Engeln befohlen. Ich habe er jetzt schon gehört. Du hast er ja schon gehört, mashallah. Okay, aber
Was kann man darauf antworten? Woher wissen wir, dass er ein Djinn ist und dass das stärker ist, dass er ein Djinn ist und dass das eigentlich eher die Wahrheit ist? Osama? Wenn er sich nicht nieder... Weil er sich nicht niedergeworfen hat? Ja. Okay, ja. Anders könnte man das auch so sagen. Die Malaika, die machen ja keine Sünden. Ja? Ja. Wie Allah sagt im Koran. Ja. Also ein Beweis dafür ist zum Beispiel, dass die Engel, die machen alles, was Allah sagt. Ja? Versteht ihr? La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sagt im Koran, die Engel, die machen alles, was Allah ihnen sagt. Ja, alles. Das heißt, die machen keine Sünden. Nummer zwei, ja, khalaqtahu min narin wa khalaqtani khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Also du hast ihn aus Erde erschaffen, Adam, und mich hast du aus Feuer erschaffen. Und Engel sind nicht aus Feuer erschaffen. Stimmt's? Ja. Okay. Ein dritter Beweis, ein ganz, ganz klarer Beweis, ist der Beweis von Suratul Kahf. Ja? وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Ja, er war einer der Djinn. Ganz, ganz klare Aussage. Ja? Alle haben sich, also als Allah gesagt hat zu den Engeln, die sollen sich niederwerfen, haben sich niedergeworfen. إِلَّا إِبْلِيس, außer Iblis. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Er war einer der Djinn. Er war ein Djinni. Er war kein Mensch. Er war kein Engel. Okay, also ein ganz klarer, deutlicher Beweis. Und deswegen, die meisten Gelehrten haben die Meinung, es ist ein Djinn. Es ist ein Djinn. Und das ist auch die richtige Antwort. Okay, jetzt wisst ihr auch warum. Wir wissen, dass es ein Djinn ist. Ja, mehrere Beweise, inshallah. Okay, eine andere Frage. Wie wird Ibrahim a.s. auch noch genannt? Ein Spitzname hat Ibrahim. Ilyas. Banu Israel. Banu Israel ist falsch. Musa. Israel ist falsch. Usama. Der Vater der Propheten. Abu al-Anbiya ist richtig. Ist richtig. Es war nicht die Antwort, die ich wollte, aber es ist trotzdem richtig, weil er hatte ja mehrere. Aber nee, also in dieser Frage war es richtig. Vater der Propheten, Abu al-Anbiya. Ja? Aber er hat einen Spitznamen und das ist was anderes. Okay. Nächste Frage. Wer sieht den Propheten Ibrahim sehr ähnlich? Wer sieht vom Aussehen her, wer sieht den Propheten? Von anderen Propheten, ja. Es gibt einen Propheten, der sieht den Propheten Ibrahim ähnlich. Wer ist dieser Prophet? Khadija? Musa. Willst du raten, ne? Nein. Na, hört schon mal dann an. Musa. Musa ist falsch. Ilyas. Ishaq ist falsch. Im Internet? Keiner weiß es? Nein. Keiner antwortet? Was war die Frage? Die Frage ist, wer sieht den Propheten Ibrahim a.s. ähnlich von den anderen Propheten? Ismail. No. Oh. Jakob ist falsch, Miran. Aber ich weiß jetzt. Talha. Abu Bakr, du sagst mir Abu Bakr, egal was. Khadija sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Muhammad ist richtig. Das wollte ich gerade sagen. So. Ich hab's in meinem Kopf gehabt. Okay, hast du deinen Kopf gehabt, ne? Da war die Information war gut da drin. Könnt ihr bitte aufhören, gegen den Tisch zu schlagen, weil das wackelt hier alles. Was sollten die Engel und Iblis im Paradies zur Begrüßung Adams tun? Sie würden die kämpfen? Talha? Nein. Was sollten die Sumeya? Die haben so gebeugt. Sich niedergeworfen? Ja. Sujud? Richtig.
Ja, Ilya sagt auch verbeugen. Verbeugen ist nicht ganz richtig, sondern Sujud. Ja, runtergehen. Ja, vor ihm Sejda machen. Sich niederwerfen, genau. Die Frage, nächste Frage ist, diese Niederwerfung, die sie machen sollten, ist das eine Ibadah oder ist das ein Gruß? Ist es eine Anbetung? Sollen die sich, sollen die Adam a.s. so anbeten oder sollen die ihn grüßen? Khadija. Nur begrüßen. Nur begrüßen. Begrüßen ist richtig. Julie sagt auch Gruß. Richtig, Mashallah. Nächste Frage ist, wie groß war Adam a.s.? Ein Riese. Ich weiß. Riesig. Elias? 30 Meter. 30 Meter ungefähr, ja, knapp 30 Meter. 60 Ellen. 60 mal diese Länge hier. Das ist eine Elle. Ja, so wie ein Hochhaus. Subhanallah. Ich glaube 60 Ellen, nicht 70 Ellen. Er war ein Giant. Er war ein Giant, genau. 60 Ellen. Sumaya Selma, richtig, Mashallah. Ich glaube 60 Ellen. Ich schreibe schon 270 Ellen. Also auf jeden Fall ist das unter 30 Meter. Entweder sind das 23 oder 27 Meter. Ich glaube 23 Meter. Alles gut, Inshallah. Nächste Frage. Wie hat Adam a.s. die Engel im Paradies begrüßt? Auf welche Art und Weise hat er sie begrüßt? Wer weiß das? Musa. Er hat die Namen genannt. Er hat die Namen genannt. Das ist aber kein Gruß. Wie hat er die begrüßt? Der hat Hallo gesagt. Nein, Elias, nicht Hallo gesagt. Khadija? Jenna, richtig, Jenna. Er hat Salamu alaikum gesagt. Aber nicht reinrufen. Okay. Nein, das ist unfair. Jenna, das nächste Mal musst du dich melden, ja, nicht einfach reinrufen. Nein, sie beide müssen nicht so. Genau, der. Psst, hallo. Also, nächste Frage. Die nächste Frage ist: Woraus wurde Hawa erschaffen? Woraus wurde Hawa erschaffen? Musa? Das ist keine richtige Antwort, das ist eine halbe Antwort. Rippe ist richtig. Musa, das war richtig. Julie sagt auch, die Rippen von Adam, nicht die Rippen, sondern eine Rippe. Ja, eine Rippe von Adam a.s. Ja, Mashallah, alle richtig. Okay, nächste Frage. Was hat Ibrahim a.s. mit den Götzenstatuen gemacht? Ja, die Götzen, die da waren, die angebetet wurden, was hat Ibrahim damit gemacht? Oh, bitte, ich würde ihm einfach nur den Namen reinnehmen. Talha. Zerstört? Der hat die zerstört. Und. Gut, Mashallah, Talha. Aber das haben nicht alle. Ist okay. Richtig? Richtig, ja, Talha hat einen Punkt. Ja, Elias? Der hat alle mit einer Axt geschlagen, die Köpfe und so. Aber der war das Große, der hat die Axt bei des Kopf gelassen. Ja, das war richtig. Ja, der hat die alle zerstört, außer den Großen. Ja, mit einer Axt zerstört. Mashallah, alle richtige Antwort. Okay. Nächste Frage, warum hat er die zerstört aber? Khadija? Als alle weg waren, hat er die zerstört, weil der wusste, dass es nicht richtig war, die anzubeten. Und weil die haben alle Schirk gemacht. Ja. Und der hat die kaputt gemacht, weil er nicht mehr wollte, dass die ihn anbeten. Mashallah, richtig, ja? Gut, ein Punkt. Ich ja? Zwei. Und er hat vom Ohr oder da hingelegt oder so beim Großen und sagt, das war ihm hier. Genau, ja. Das hat er hat die zerstört. Weil die Menschen, die angebetet, diese Steine angebetet haben, ja, um ihnen zu zeigen, dass sie können sich ja noch, dass es falsch ist, die anzubeten. Und dass, wenn es echte Götter wären, die würden sich ja wenigstens selber verteidigen können. Ja. Ja, weil normalerweise dein Gott, er kann dich ja beschützen und er kann dich versorgen, dir Essen und Trinken geben, er kann dich beschützen und so weiter. Aber wenn dein Gott sich nämlich mal selber beschützen kann, und warum soll das ein Gott sein? Warum soll man ihn überhaupt anbeten? Ja, der kann ja gar nichts. Ja, der ist ja selber tot. Deswegen wollte er ihnen eine Lektion zeigen, eine Lehre. Ja? Ja? Okay. Und damit sie nicht mehr angebetet werden, damit die Leute aufhören, Schirk zu machen.
Ja, damit er ihnen die Falschheit dieser Anbetung zeigt. Genau. Okay, nächste Frage. Welche Dua hat Ibrahim gesprochen, als er ins Feuer geworfen wurde? Er hat eine Dua gesprochen. Ja. Amin Ajma'in. Also, welche Dua hat Ibrahim a.s. gesprochen, als er ins Feuer geworfen wurde von den Kuffar, von den Mushrikin? Keiner zeigt auf, außer Talha. Talha, wenn du es weißt, kriegst du ein fettes Eis von mir, okay? Sag mal. Allahu Akbar. Ah, fast richtig. Hallo, ich habe dich nicht gehört. Ja, aber ich sehe. Also, die richtige Antwort geht an Hudayfa. Und Meisha. Hudayfa, Qaswara. Hudayfa hat das gesagt. Hudayfa, richtig, mashallah. Wenn ich mal in Deutschland bin, kriegst du ein großes Eis von mir, okay? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hat er gesagt. Was bedeutet diese Dua, die Ibrahim gesprochen hat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. ونعم الوكيل. Wer weiß das? Elias? Beschütze mich vor den Feinden. Ja. So ungefähr, ja. Ein bisschen, teilweise, richtig? Ich habe mal ein Video geguckt, die haben immer so Hasbunallah wa ni'mal wakil und danach haben die mit einer Axt was gemacht. Ja, war schon richtig, aber. Eine gute Antwort ist zum Beispiel, was jetzt Julie geschrieben hat. Sie schreibt, Allah reicht als Beschützer. Ja, Allah reicht als Beschützer. Und die richtige Übersetzung davon, und diese Dua hat nicht nur Ibrahim gesprochen, diese Dua hat auch Mohammed Hassan gesprochen, diese Dua haben viele Propheten gesprochen. Ja, und diese Dua bedeutet, Allah genügt mir. Hasbunallah. Ja, Allah genügt mir. Allah ist genug als Beschützer, als jemand, der mir beisteht, der mir hilft, der, ja, auf den ich zählen kann und vertrauen kann. Allah genügt mir und er ist ein wahrhaftiger Beschützer. Ja, Allah ist mein wahrhaftiger Beschützer. Ja, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Und diese Dua kannst du immer sprechen, wenn du große Probleme hast. Ja, wenn irgendwas passiert, ein Unfall, eine Krankheit, irgendwas passiert, kannst du sagen hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ja, Allah ist hasbunallah wa ni'mal wakeel. Sag mal alle zusammen. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل نعم الوكيل نعم الوكيل الوكيل ist ein Name von dem Namen Allah. Ja, ist der Beschützer. Musa ist 13? Oh, dann darf er nächste Woche beim Test nicht mitmachen. Sollen wir den einfach rausschmeißen? Ja. Ja? Ja, hä? So redest du mit deinem Bruder gleich, verprügeln wir dich. Er muss also einen großen Test. Okay, nee, diesen Test kann er noch mitmachen. Ansonsten muss er bei den Jugendlichen machen. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Wer kann mir die Namen der zwei Frauen von Ibrahim a.s. sagen? Ibrahim a.s. hatte zwei Frauen, ne? Wie waren ihre Namen? Wer weiß das? Keiner weiß das? Safia. Ich weiß nicht, ob ich denke. Du weißt nicht, ob du denkst? Sag mal, Safia. Safia? Safia ist ein schöner Name, mashallah, aber das war nicht Safia. Okay, also. Was müssen wir einsagen? Fatima und Hudayfa sagen Hajar und Sarah. Nein! Die haben es zuerst geschrieben. Aber ich habe euch schon reingenommen vorhin. Nein! Okay. Das ist nicht unfair. Ich habe euch schon oft angenommen. Es gibt nicht unfair. Ich versuche inshallah fair zu sein. Aber das ist ja nur eine. Ne, wir versuchen inshallah nur vorzubereiten. Okay? Hajar und Sarah ist richtig. Okay, wer war denn seine erste Frau? Hajar oder Sarah? Hajar. Sarah. Ups. Hajar. Hajar ist falsch. Sarah. Sarah, wo ist dein Hijab, Jenna? Hallo. Ich Das ist dein Hijab. Ja, das ist dein Hijab. Dein Hoodie-Hijab, okay. Nein, die schreien alle, die schreien. Okay, ihr dürft nicht schreien, okay? Ja, ich will, weil ich alle beschreien. Okay.
Sarah. Sarah ist richtig, ja, Mascha. Okay. Nächste Frage. Nächste Frage ist. Wohin ist der Sohn von Ibrahim? Ja. Wohin ist der Sohn von Ibrahim mit seiner Mutter ausgewandert? Mit einem Donkey. Wohin? Wohin sind die ausgewandert? In welche von wo nach wo? Von Medina nach Medina. Medina. Wo hat denn Ibrahim gelebt mit seinen Kindern? Wo haben die gelebt? Palästina. Palästina ist richtig. Das war nicht so. Die haben in Palästina gelebt. Und von Palästina, von Palästin, nach Palästina. Wohin sind die ausgewandert? Nach Scham. Nein, nach Mekka. Mekka. Palästin ist ja in Scham. Ja? Nach Mekka. Genau. Ilias sagt auch Wüste Mekka. Julie hat gesagt von Palästina nach Mekka. Und alle anderen schreiben auch Mekka. Mach schon gut, richtig, ja? Das ist richtig. Ja, okay, inshallah. Nächste Frage, inshallah. Wie oft ist Hajar als Hajar mit ihrem Baby in Mekka war, ne? Und sie hatten ja nicht zu trinken. Was hat sie dann gemacht? Was hat sie gemacht? Ich frage nicht eine Zahl. Ich fange es gerade schwer, du musst mich nehmen, bitte. Sumeya. Die dachte, da war Wasser, dann hat sie zu da 7 Mal hin und her. Und dann am Ende hat sie Okay, sie ist 7 Mal hin und her gerannt. Sie hat Wasser gesehen und sie ist Fata Morgana zwischen den 2 Bergen. Wie heißen denn diese 2 Berge? Wie heißen diese 2 Berge? Safa und Marwa. Safa und Marwa. Safa und Marwa. Das ist richtig. Jenna, nicht reinschreien, okay? Ich habe 7 Mal. Du hast 7 Punkte? Ja. Woher denn? Hast du sie gestohlen? Wir haben nicht mal 7 Fragen gesagt. Wir haben manchmal 7 Fragen. Okay, Safa und Marwa ist richtig. Hey, seid lieb. Okay. So, Ibrahim a.s. hatte eine sehr, sehr große Prüfung. Einen großen Test von Allah. Ja, wie sah dieser große Test aus, den er machen musste? Was hat der Prophet Ibrahim, was hat Allah zu ihm gesagt, was er machen muss? Nicht so. Wir gehen der Reihe nach hier, okay? Okay, ich fange an. Nein. Usama fängt an. Also, in einem Traum, da hatte Allah gesagt, er soll seinen Sohn töten. Ja. Okay, Usama, richtig, ja. Hudayfa hat es auch geschrieben, mashallah. Und Ibrahim auch, Sohn schlachten, Julie auch. Ja, mashallah. Ich auch. Alle haben es richtig geschrieben, seinen Sohn opfern. Okay, die Antwort ist richtig. Okay. Allah hat ihn getestet mit dieser großen, großen Prüfung. Was war die Antwort von Ismail, als er ihm gesagt hat, oh Ismail, ich habe gesehen in meinem Traum, dass ich dich schlachten muss. Was hat Ismail ihm dann gesagt, sein Vater? Talha? Und er hat gesagt, Allah hat gesagt zum Beispiel, er soll ihn schlachten. Mhm. Okay. Nein. Safia? Der hat gesagt, weil Allah gesagt hat, dann mach das. Oh, mashallah, Safia, richtig. Sehr, sehr gut, Safia. Ja? Der Sohn war so ein guter Muslim, der hat zu seinem Vater gesagt, wenn Allah dir was gesagt hat, dann mach das. Ja, ich werde inshallah geduldig sein. Sehr gute Antwort, Safia, mashallah. Nächste Frage. Ines, bleib ruhig. Wie heißt denn der Tag für die Muslime, an dem wir diesen Tag uns daran erinnern? Wie heißt dieser Tag,
an dem wir uns an dieses Ereignis erinnern und wir das machen müssen. Wir etwas Ähnliches machen müssen, damit wir uns an diesen Tag erinnern. Der nächste ist du, der bist du. An welchen Tag erinnern? An den Tag, an dem Ibrahim seinen Sohn schlachten sollte. Was ist das für ein Tag für uns? Wie heißt dieser Tag? No. Okay, die richtige Antwort. Sumaya Selma. Eid. Mach nicht so, Elias. Eid und Adha. Ja, der Tag, an dem wir ein Schaf schlachten und wir diese Feierlichkeit haben. Nein, nicht mehr. Okay, an dem wir auch ein Tier schlachten für Allah und die Leute in Mekka diese Sache machen während der Hajj. Ja, und zwar ist das Eid al-Adha, einer von den zwei großen Eid feiern der Muslime. Okay, nächste Frage. Was sollte Ibrahim tun? Also Ibrahim hat Allah gefragt, ne? Khadija, Sumaya, hört ihr gut zu? Ja. Okay. Ibrahim hat Allah zu Allah gesagt, oh Allah, kannst du mir bitte zeigen, wie du die Toten lebendig machst? Ne? Hört ihr alle zu? Ja. Ibrahim, ihr hört nicht zu. Ja, es ist zu laut hier. Ihr setzt euch bitte hin. Ihr lauft die ganze Zeit rum. Nein, nicht einfach reinrufen, Talha. Bleib mal bitte alle ruhig. Kommt. Ibrahim hat zu Allah gesagt, zeig mir, wie du die Toten lebendig machst. Ich will gerne sehen, wenn jemand tot ist, wie er lebendig wird. Wie machst du das, ja Allah? Talha, du darfst dich einfach reinrufen. Okay? So, was ist dann passiert? Sag mal. Wieder. Ich weiß. Ibrahim hat Allah gefragt, ja? Wie machst du die Toten lebendig? Jemand, der schon tot ist, wie machst du ihn lebendig? Was sollte denn Ibrahim machen? Du hast gerade schon. Sumaya, du bist dran. Weißt du nicht? Safiya, weißt du nicht? Usama? Oh, er sollte Wasser drauf geritten hat. Okay, ist falsch. Alles gut. Er sollte auf irgendwas, was er geritten hat. Er hat definitiv nicht drauf geritten. Er ist nicht darauf geritten. Talha? Er hat so einen Vogel geschlachtet, dann sind die Teile so weggegangen und dann hat er die Teile zusammengemacht und hat er wieder einen Vogel gemacht. Mashallah, sehr gute Antwort und richtige Antwort, Talha. Was kann heute wieder anfangen? Der Jüngste von euch allen weiß das. Hey, nein, ja? Ansar ist der Jüngste. Ansar, hör auf den Namen. Ja? Ja, ansonsten, die haben es jetzt auch hier. Du bist hier. Nicht zu mir dran gekommen. Hudayfa, Fatima, Qaswara, Mashallah. Ich glaube, du bist weg. Auch richtig, ja? Und zwar nicht ein Vogel, sondern vier Vögel. Ja, so wie das steht im Koran in Surat al-Baqarah. Ja? Wa'idqala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhi al-mauta. Als Ibrahim sagte, oh Allah, zeig mir, wie du die Toten lebendig machst. قال أولم تؤمن قال بلى. Glaubst du etwa nicht an Allah? Glaubst du etwa nicht daran, O Ibrahim? Er sagte Ibrahim, doch, ja Allah, ich glaube daran. ولكن ليطمئن قلبي. Doch, aber damit mein Herz Ruhe findet, damit ich so noch mehr glaube. Ich glaube richtig daran, aber dass ich einfach so, meine Seele Ruhe findet, so dass ich das mir richtig vorstellen kann. Dann hat er zu ihm gesagt, فَخُدْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ. Also nimm vier Vögel, ja? Und dann schneid die in Stücke und tu sie auf verschiedene Berge. Und danach hat Allah die Stücke alle wieder zusammengetan und die sind wieder Vögel geworden. Er hat Allah ihm gezeigt, wie er Tote lebendig macht. Ansar, alles gut bei dir? Ja. Ja, mashallah. Okay. Eigentlich muss ich so machen, weil du mich hinter dem Auge reinguckst. Okay. Das ist gruselig, dass ich dich anschaue. Ja, du siehst ja direkt vor mir. Okay. So. Fertig. Nächste Frage. Jetzt fertig. Kurz ein Stück. Was? Wer kann mir sagen den Unterschied zwischen Rasul und Nabi? Zwischen Propheten und Gesandten? Das habe ich schon gelernt. Das habe ich in der Schule gelernt, aber ich habe vergessen. Hast du vergessen, Jinnah? Na, ja, das ist nicht gut, Jinnah. Okay. Okay, Ineas?
der hat ein Buch gebracht und der andere, der Rasul, der hat das Buch gebracht und danach der Nabi, der hat die Dinger zu den anderen, also dass die es wieder weiß. Ja, okay, also sie daran erinnern. Safia, ja. Machst du diese Geräusche? Ja, kannst du aufhören, ja? Okay. Genau, richtig, ja? Also ein Prophet, der Rasul, der bringt ein Buch von Allah. Ja? Der bringt ein Buch von Allah, wie zum Beispiel Koran oder Injil, Evangelium, ja, also die Bibel. Oder zum Beispiel, tu mal bitte das Lineal weg, Safia, bitte, und lese. Okay. Ja, und er bringt zum Beispiel die Bibel und die Tora, die Tora und Sabor und so weiter. Das sind Propheten, das sind Gesandte, die bringen Bücher mit sich. Und dann gibt es Propheten, die bringen keine Bücher, die kommen aber, haben dieselbe Aufgabe. Allah schickt sie, damit sie die Leute rufen zu La ilaha illallah und sie predigen, ja, sie predigen mit den Büchern, die vorher schon gekommen sind. Jenna, kannst du dich auch irgendwo hinsetzen? Ja. Setz dich neben Sumaya oder neben Khadija, okay? Tayyib, das ist richtig, ja, das ist der Unterschied, wie manche Gelehrte sagen, nicht alle Gelehrte sagen es, aber wie manche Gelehrte sagen den Unterschied zwischen Rasul und Nabi. War Idris a.s. ein Prophet oder ein Gesandter? Weil er ein Yerhamukillah. Nicht Yerhamukallah. Yerhamukallah sagt man zu einem Jungen. Yerhamukillah. Ja? Also, Idris a.s. War Idris ein Prophet oder ein Gesandter? Idris. Ja. Gesandter. Ein Gesandter, also mit Buch oder ohne Buch? Was ist mit was? Rasul, der Gesandte, ist mit einem Buch gekommen. Und ein Prophet kommt ohne Buch. Ist auch ein Prophet von Allah, aber ohne Buch. Ohne eigenes Buch. Ich weiß. Könnt ihr bitte aufhören, dieser Tisch hier, der fällt gleich um. Das habe ich kein Buch. Wieso? Also, er war ein Nabi oder ein Rasul? Elias. Nabi. Nabi ist richtig, ein Prophet. Er war ein Prophet, okay? 9 Punkte. Nee, du hast 19 Punkte. 19,5. Nein, 9 Punkte. Du hast einfach so 6 Punkte dazu gerechnet, ja? Wir haben nicht mal 9 Punkte. Okay, nächste Frage. Ich habe 9. Hallo, hör zu. Welche besondere... Ja, Hudefa ist richtig, mashallah. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Welche besonderen schönen Eigenschaften hatte der Prophet Idris a.s.? Welche schöne Eigenschaften hatte er? Er hatte zwei schöne Eigenschaften. Also er hatte viele, aber zwei, die im Koran genannt werden. So Charakter, von seinem Charakter. Zwei Sachen, die er gemacht hat, die schön waren, so wie er war. Kann sich jemand daran erinnern? Haben wir bei Idris a.s.? Idris a.s. Vorher zugehört, bevor dieser. Er war sehr. Er war sehr. Er war sehr glücklich. Sag auf Englisch, Arabisch, irgendwas. Ja. He was patient. Geduldig. Geduldig. Geduldig ist richtig. Und eine andere. Nein, kein Punkt. Okay, genau. Also er war wahrhaftig. Geduldig. Hat immer die Wahrheit gesprochen. Er war wahrhaftig und geduldig. Okay, nächste Frage. Wie heißt der Vater des Propheten Suleiman? Suleiman a.s. Suleiman, sein Vater. Der Vater von Suleiman, wie heißt er? Musa. Dawud ist richtig. Ja, Dawud. Hey, der ist doch 18. 13. Ihr seid zu laut. Elias, du bist zu laut. Okay, nächste Frage. Wo hat Suleiman a.s. gelebt? Suleiman a.s., wo hat er gelebt? Khadija. In Scham.
In Scham, Scham ist Palästina, Palästina ist in Scham und Scham ist richtig. Ja? Ja? Weißt du, der Wort Scham? Scham? Ja, es hört sich wie Schämen an. Ja, ist aber nicht Schämen. Ja, sie haben geschämt. Und ja, in Palästin, in Scham. Okay, Suleiman a.s., der hatte einen Palast, ne? Und in seinem Palast, aus welchem Material war der Boden, auf dem die gelaufen sind? Usama. Aus Glas. Aus Glas? Ist richtig. Das wollte ich sagen. Ich hab sogar gesagt, das wollte Glas. Ich sagen. Glas. Ja? Sei leise. Nur reden, wenn ich jemanden dran nehme, okay? Okay, nächste Frage. Elias, das willst du pushen? Kennst du Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man rashana falaysa minna. Was bedeutet der Hadith? Man rashana falaysa minna. Khadija? Wenn ihr schummelt, dann seid ihr nicht von uns. Okay, genau. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, der schummelt, ist nicht von uns. Der gehört nicht zu uns. Der gehört nicht zu der muslimischen Gemeinschaft und zur islamischen Akhlaq, ja? Okay, also nicht schummeln. Man rashana falaysa minna. Man rashana falaysa minna. Okay, sag mal den Hadith alle. Man rashana falaysa minna. Okay, man rashana falaysa minna. Ein kurz, Usama? Gibt es irgendwas Wichtiges, was du jetzt gerade mit Talha besprichst? Messing around, aber du sollst auch nicht messing around mit ihm machen, sondern einfach zuhören, was lernen. Okay? Also. Oh. YouTube, ja, sehr schön, Jenna, sehr schön. Es sind über 12, 13 Leute auf YouTube und du hast einfach das Kabel rausgeholt. Ja, aus Versehen. Ja, es ist alles ausgegangen. Okay, kann passieren. Kannst du ruhig hier sitzen bleiben? Komm her, Hibiba. Kein Problem. Okay, also, diesen Hadith gibt es einmal so, wie wir gerade gesagt haben. Guck mal, das ist ein ganz kleiner, also ganz kurzer Hadith mit wenigen Wortlauten, ne? Und der hat so viel Gutes an Bedeutung. Ja, der uns betrügt, der gehört nicht zu uns. Der uns betrügt, Muslime. Okay? Aber diesen Hadith gibt es auch mit einer anderen Version. Und zwar, man rasha. Nicht man rashana. Man rashana, wer uns Muslime betrügt, der gehört nicht zu uns. Aber diesen Hadith gibt es auch in einer anderen Version. Und zwar, man rasha falaysa minna. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man rasha, der betrügt, egal wen du betrügst, der betrügt, der gehört nicht zu uns. Ja, das heißt, schummeln und betrügen und andere Leute reinlegen. Derjenige, der das macht, der hat nicht die Akhlaq von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der gehört nicht zu den Muslimen in den Akhlaq und in dem Weg von den Muslimen. Was ja? Meinst du schummeln? Schummeln, alles was schummeln ist. Auch in der Schule zu schummeln, zum Beispiel du schreibst einen Zettel, da schreibst du die Antwort drauf. Was macht man denn? Und dann, wenn die Lehrerin nicht guckt, dann guckst du so drauf und dann schreibst du die Antwort hin. So, oder du kaufst... Mein Mädchen in meiner Klasse hat das... Wer spielt denn also mit seinem Stuhl hier eigentlich? Ich nicht. Einfach kurz ruhig sitzen bleiben, ja? So ruhig sitzen bleiben. Vielleicht könnt ihr wieder so spielen und Saltos machen, okay? So. Wir schwimmen auch in meiner Schule, in die andere Klasse, die ist direkt neben meiner. Da war ein Mädchen, wir haben einen Test mit ihr gemacht und sie hat geschummelt, sie hat so eine Karte gehabt mit ihren Spellings drauf und hat sie drauf geschrieben. Ich habe sogar in der Lehrerin gesagt. Der Bionne. Ja. Ich bin schon. Ihr seid beide in einer Klasse. Ja, ich weiß, wir sind in die gleiche Klasse. Du bist auch mit Jenna in die gleiche Klasse. Kann man jetzt einfach weitermachen, ja? Aber eigentlich muss sie in ihrer Tür sein. Was? Egal. Wieso muss sie jetzt? Nee, geht irgendwie nicht. Okay. Also, ganz kurz. Na und? Weil die schlauer war, deswegen. Nein, war die nicht. Ja. Nein, du. Und du warst. Hey, red nicht so. Hä, doch? Jenna ist doch in die FS2 gekommen,
weil sie war schlauer, ne? Nein, weil die gut. Doch, sollt, meine Mutter hat gesagt, nicht, nein, weil die gut ist. Ihr sollt nicht so reden. Ihr sollt nicht so reden, okay? Meine Mutter redet ordentlich. Diese Lügner. Musa ist in der 7. Nur weil sie schlauer ist, wenn sie mit anders musst du nicht. Musa ist in der 7. Ich bin in der 4. Ja, nein. Sie ist in ihr Wong. Okay, ganz, ganz kurz. Ich versuche nochmal live zu gehen auf YouTube. Weil manche haben kein. Manche. Hallo. Manche Leute haben kein Instagram oder Facebook. Wie schade. Ja, ich bin Instagram und Facebook. Okay. Hört auf, war leider. Kannst du bitte kannst du mir bitte noch ein Kabel holen? Falsch! Wenn du so machst, hilfst du gar nicht. Ich weiß gar nicht. Irgendwie. Ja. Irgendwie komme ich gerade nicht rein auf YouTube. Du musst leise sein. Und du sollst machen. Und du musst Hallo. Sein. Hallo. Okay, dann in den Computer rein. Hä, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt weiter. Ich versuche nur ganz kurz. Ach so, du hast ein Gewehr. Können wir rausgehen? Nee, ihr könnt nicht rausgehen, wir sind ja nicht fertig, oder? Ach so, ja. Ich mein's ernst, Tata. Ja, ich mein's auch ernst. Okay. Boah, das hier. Sonst geht das Handy gleich aus. Geht hier. Das? Was ist denn überhaupt für Muskeln? Nee. Ich geht irgendwie gar nicht. Ist das richtig drin? Computer richtig drin? Die macht so. Ja. Oh, nee, ich kann nicht gehen. Hol mal bitte ein anderes. Okay. Oder lass es mal trotzdem hier. Was hat Spaß über Bach? Einen Moment. Wo ist Jenna? Du bist Mott. Ja. Soll ich es nicht anstecken? Habe ich gesagt, doch. Ich habe nicht geplänkt. Nein, ich habe nicht gesagt. Was? Hey, are you smart? Ladens oder was? Are you smart? Hallo. Ich bin jetzt falsch. Das ist Musa, lächeln.
ist der Mittelfinger? Was ist der Mittelfinger? Hallo, hallo. Hey, ihr seid alle viel zu laut, ne? Genau, ihr seid alle viel zu laut, hört ihr zu? Ihr seid alle viel zu laut, hört du auf. Du lächelst nicht. Elias, Elias, hört auf. Was denn? Ihr seid leise jetzt. Ja, zack, leise. Was sind diese Emojis? Kotzen-Emojis. Du musst kotzen. Elias, kannst du bitte aufhören? Was denn? Einfach Schwachsinn zu reden oder so. Du hast dieses Kotzen-Emoji gemacht. Guck mal, ist doch egal jetzt. Hat schon jemand danach gefragt? Lass es doch einfach jetzt. Egal. So. Okay, also. Ich weiß nicht warum, aber ich kann irgendwie, ich komme nicht mehr rein. In YouTube komme ich nicht mehr rein. Das haben die Menschen jetzt, die hier drin waren, der süßen Jenna zu verdanken. Baraklaufiki Jenna. Ja, ich komme nicht mehr rein. Okay, ist egal. Wir machen jetzt weiter, ist einfach passiert. Ne? Allah hat das so geschrieben. Und zwei nicht extra, deswegen ist kein Problem. Okay, Jenna? Ja, so, Jenna, das ist extra was. Okay, dann lassen wir es einfach. Oder ich mache mal den Computer aus. Also, Ansar? Ja? Ist irgendwas mit dir nicht in Ordnung? Oder? Ja? Ansar, kannst du bitte leise sein jetzt? Ja. Ja, weil sonst sagst du beim nächsten Mal. Aber du warst die ganze Zeit leise, mashallah. Ja, ja, guck, und die anderen so, wie verrückt Hühner. Okay. Vielleicht du. Wer hat den Stuhl? Talha, kannst du bitte aufhören? Ja, ich will dieses Geräusch bitte nicht hören. Talha hat meinen Stuhl geklaut. Ja, ich bin da. Du hast jetzt einen Stuhl. Jenna hat gar keinen Stuhl. Nee, toll. Ich kann keinen Stuhl. Okay. Okay, inshallah. Dann seid bitte jetzt alle leise. Ja? Okay. Nächste Frage, ja? Ja. Ja. Wow, der hat die Frage da. Sei leise. So, die nächste Frage ist. Guck nicht. Usama. Hört auf. Ich schummel nicht. Musa, guck. Die nächste Frage ist. Aus. Gucken diese Leute noch zurück? Ja. Aha. Und die. So, wie? Seid leise bitte alle. Alle jetzt. Okay, jetzt machen wir weiter. Also, mit welchem. Wenn Suleiman mit seiner Armee Krieg machen wollte, wie ist er von einem Land in das andere Land gereist? Wer weiß das? Suleiman a.s. mit seiner Armee und den Waffen und den Tieren, die sie hatten, Pferde und so, wie sind sie von einem Land in das andere Land gereist? Nein, mit welchen Tieren? Allgemein. Sumeya. Mit einem Pferd? Mit einem Pferd? Mhm, nein. Riesen. Jenna? Mit einem Kamel. Okay, falsch. Safia? Ich meine auch Kamel. Okay. Falsch? Ja? Ein Esel. Wrong. Alles wrong. Alles darf falsch. Kein Tier. Also, einen Moment. Die richtige Antwort, nein. Die richtige Antwort hat jetzt Hudayfa gesagt. Wir hatten keine Angst. Ja, du brauchst, du, guck mal, du kannst, du sitzt neben mir, du kannst hier sogar lesen, was die anderen schreiben. Ich habe das nicht gelesen. Okay, ist egal. Das ist von Dings, wenn oh. Jemand kommt. Ah, wusste ich schon. Okay, aber egal. Zuerst hat es Hudayfa geschrieben und Hudayfa sagt, mit Teppich und Wind, es ist nicht ein Teppich, sondern ein, wie ein Floß. Ja, die haben so wie ein Floß gehabt. Okay, setz dich bitte hin, Elias. Du kannst nicht mehr sitzen, ja? Okay, hä, kannst nicht mehr sitzen, ne? Komm mal her, Habibi. Füße sind oh, ja, ja, aber setz dich mal hin. Setz dich mal hin, mach nicht so Theater, okay? Wenn deine Füße müde sind, dann wollen die sitzen. Okay. Aha. Kannst du nicht mehr sitzen? Deine Füße, deine dann Füße, ich das Stuhl, Jenna. Deine Füße können nicht mehr, ne? Ja. Ja, ne? Um sitzen können deine Füße ja. Nicht mehr, ne? Das war aber passiert. Ja? Tut das weh? Tut das weh? Nein. Nein? Aber nicht, dass du anfängst zu weinen. Warum? Hä? Warum? Ich mach das nicht. Ja, okay. Ich hab nicht wehgetan. Okay, also. Nächste Frage. Ja, nächste Frage. Als der Prophet Suleiman a.s. Als er sich für den Kampf vorbereitete, ja,
Und der war dann mit den Pferden beschäftigt. Was hat er dann vergessen? Er hat eine Sache vergessen. Was hat er vergessen? Der hat vergessen... Man darf nicht einfach reinreden, Rachel Jenna. Aber alles nach Reisen. Was nochmal? Was hat er vergessen? Suleiman war beschäftigt mit den Pferden und hat eine Sache vergessen. Talha. Die Pferden? Ah, der hat mir die Pferde vergessen. Nein, das ist alles falsch. Lisa? Zu beten. Zu beten ist richtig. Ja, er hat das Gebet vergessen. Nächste Frage. Was hat er dann, was hat er danach gemacht, als er das wegen den Pferden vergessen hat zu... Psst. Als er vergessen hat, wegen den Pferden zu beten. Was hat er dann gemacht mit den Pferden? Was hat er gemacht danach? Als er, der hat ja vergessen zu beten, weil er war beschäftigt mit den Pferden. Er liebte Pferde, ne? Was hat er dann gemacht? Weiß ich nicht. Okay, die richtige Antwort. Ich weiß nicht, ob Hudayfa oder Jolie zuerst geschrieben hat. Aber Hudayfa Fatima sagen, Pferde, er hat die Pferde geschlachtet. Und Jolie sagt auch, er hat die Pferde geschlachtet und das Fleisch hat er komplett verteilt an alle armen Menschen. Ja? Ja. Weil die waren ja viele arme Menschen und er hat das Fleisch verteilt. Warum? Weil diese Pferde... Kochen die es? Hm? Kochen die es? Ja. Also waren die Tiere doch Pferde? Die Tiere? Ja, er war ja mit den Pferden beschäftigt, weil er mochte Pferde. Und weil er mit den Pferden beschäftigt war, hat er einmal vergessen zu beten. Und dann hat er so quasi, damit er... damit er sie, sich ich selber dann, quasi... Nicht mehr zwischen. Mit Wasser ist Bäckerei. Oh, ja, vorbei. Ja, okay. Ja, dann hat er die Pferde schlachten lassen und hat das Fleisch dann verteilt. Jetzt kannst du dich hinsetzen, oder? Aber was? Nein? Wieso? Okay, entschuldige. Aber wieso? Weil er war mit einer Sache beschäftigt von Dunja. Ja, Pferde sind zwar schöne Wesen und so, ne, aber er war beschäftigt mit denen. Und weil er die mochte, das hat ihn vergessen lassen, dass er beten musste zwischen ihm und Allah. Er hat das Gebet vergessen. Nur wegen diesen Pferden hat er das Gebet vergessen. Dann hat er sich gedacht... Könnte er nicht mit einem Stein auf den Nein, guck mal, wenn ich gerade was erkläre, dann musst du mir zuhören. Du hast ja eine Frage gestellt, oder? Ja. Ich antworte dir gerade, dann kannst du mir nicht dazwischen reden. Okay? Ja. Okay, inshallah. Also, er wollte sich selber erziehen, ja, dass diese Pferde, die sind zwar auch Geschöpfe von Allah, aber er darf nicht einfach das Gebet vergessen, wegen Pferde oder Autos oder Geld oder so. Das darf er nicht machen. Und er schon mal gar nicht, weil er ein Prophet ist. Und deswegen wollte er sich selber erziehen und hat dann gedacht, okay, diese Pferde, die ich so sehr liebe, ich werde die für Allah opfern. Und dann hat er die schlachten lassen und das Fleisch verteilen lassen an alle arme Menschen. Okay? An arme Menschen hat er das verteilt. Ja. Ich habe noch drei Sachen zu sagen. Konnte er nicht einen Kalender machen aus Stein? Zweite Frage. Ich meine, zweite, was immer denkt. Ja, Frage. Wie wissen die, wann der Gebet ist, wenn die keine Uhr oder so hatten? Also die früher konnten die beten, die wussten trotzdem die Gebetszeiten. Und zwar kann man die Gebetszeiten auch anhand der Sonne, des Mondes und des Schattens machen. Ja? Das heißt, wenn die Sonne gerade aufgeht, wenn es ein bisschen hell wird, am Himmel, morgens früh, Fajr, dann weißt du, oh, jetzt ist Fajr-Zeit. Ne? Dann wird es ein bisschen gelblich, ein bisschen hell, dann wird es noch ein bisschen heller, das ist so die Fajr-Zeit. Bis man die Sonne sieht, dann ist schon vorbei. Aber ja? Was, wenn du so einen tiefen Schlaf... Warte, nicht dazwischen reden. Nicht dazwischen reden. So, und dann gibt es zum Beispiel dann Dhuhr, wenn die Sonne ganz oben am Horizont ist, ganz genau oben, da ist auch kein Schatten. Ja? Und dann ist Asr zum Beispiel, wenn deine Körperlänge, ja, zweimal so große Länge wie dein Körper, Schatten ist. Also dein Schatten doppelt so groß ist wie du selbst, ja? Dann ist Asr. Müssen die das genau ausmessen? Man muss sich ausmessen, so ungefähr, die wissen das dann schon, ja? Deshalb, die haben früher und Maghrib, wenn die Sonne gerade untergegangen ist. Wenn die gerade weg ist und untergegangen ist, dann ist Maghrib-Zeit. Ja? Und dann Isha-Zeit ist, wenn ein rotes Licht vom Himmel komplett verschwindet, dann ist Isha-Zeit. Also man konnte früher auch genau die Zeiten wissen. Man ist morgens, Fajr, mittags, nachmittags, diese ganzen Zeiten kannte man damals auch schon. Nein, nicht jetzt so viele Fragen stellen. Nein, wir haben jetzt vorbereitet. Und wenn ich jetzt seine ganzen Fragen eingehe, Sumaya. Sumaya, nein. Okay? Wenn ich auf deine Fragen eingehe und der andere stellt auch Fragen, dann kriegen wir die Fragen nicht
Am Ende kannst du nicht. Genau. Okay, dann kriegen wir das nicht hin mit den Fragen und dann nächste Woche sagt ihr mir, wir haben gar keine Vorbereitung gemacht. Okay? Inshallah, entweder nach dem Unterricht oder nächstes Mal. Tamam? Tamam? Tamam. Tamam. Okay, nächste Frage ist, es gab einen, welches Tier, als Suleiman mit seiner Armee vorbeikam, welches Tier hat dann mit den anderen Tieren gesprochen, ne, und gesagt, Vorsicht, Suleiman kommt gerade mit seiner Armee. Welches Tier war das? Jenna? Kamele. Nein. Safia? Ameise. Suratul Naml. Richtig, Safia. Oh, das war auch bei, ja? Aus dem Buch. Ja, die Ameise sagte doch, ihr Ameisen. Psst. Sagte, oh, ihr Ameisen, versteckt euch. Suleiman kommt gerade mit seiner Armee und die werden uns bestimmt kaputt trampeln, weil die uns gar nicht bemerken und sehen, ne? Genau, und Suleiman a.s. hat die gehört, weil er konnte auch die Sprachen der Tiere verstehen. Okay. Und dann kommen diese Baby-Superhelden. Welcher Vogel hat dem Suleiman a.s. die Nachricht gebracht, dass Bilqis, falls sie so heißt, ja? Was für ein Vogel ist zu Suleiman gekommen? Zu spät zur Versammlung gekommen und hat ihm gesagt, ich habe ein Volk getroffen, die beten einfach die Sonne anstatt Allah. Welcher Vogel war das? Meinst du die Art? Ja, die Art. Welcher Vogel? Also auf Arabisch, wie man das sagt, oder auf Deutsch, ist egal. Ich weiß schwarz-weiß? Schwarz-weiß weiß ich nicht. Musa? Phönix. Bitte? Phönix. Phönix ist falsch. Ein Raven. Ja, also jetzt haben es schon viele geschrieben und ich nehme einfach den Ersten, der es geschrieben hat. Psst. Der Erste, der es geschrieben hat auf Facebook. Ist Facebook hier? Nee, das ist Instagram. War Fatima. Fatima sagt Hudhud und Hudhud ist richtig. Ja, ich hab das. Hudhud auf Deutsch sagt man Wiederhopf. Ein Wiederhopf, so ein kleiner Vogel ist das. Ja, der pinkt so auf die Bäume. Ja, genau, der Wiederhopf. Hudhud. Hudhud, steht im Koran auch, ja? Okay, ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil wir haben nicht, der Hudhud ist bunt, schreibt jemand hier, ja? Okay, jetzt gehe ich ein bisschen schneller, ich muss ein bisschen springen. Okay, wie heißt der Prophet Yunus a.s. mit kompletten Namen? Der komplette Name von Yunus. Yunus ibn Matta. Die liest. Wo hast du es gelesen? Wo steht das? Das steht bei dir. Oh, Jenna, du bist eine Fuscherin. Du fuschst, du darfst das nicht ablesen. Man Röschana, man Röscha, Fereisa Minna. Man darf es nicht schummeln. Okay. Weil vielleicht kriegen wir es auch falsch. Okay, also, Yunus ibn Matta ist richtig. Ja, richtig Jolie, richtig Hudayfa, mashallah. Okay. Yunus ibn Matta. Aus welcher Stadt kommt Yunus? Aus welcher Stadt? Wir können mir sogar Stadt oder Land sagen. Land oder Stadt, wer weiß das? Talha? Aus Palästina ist falsch. Stadt? Ja. Ja. Land? Das heißt Palästina. Okay. Hudayfa oder Fatima sagt Nainawa. Nainawa ist richtig. Nainawa ist eine Stadt. Safia, gib mal die Flasche bitte weg. Ist zu laut. Nimm mal bitte die Flasche. So. Nainawa ist im Irak. Ist nicht in Palästina, ist im Irak. Irak, ja. Neben da, wo Mekka ist. Wenn man nach oben reisen würde. Ja? Ja, Palästina, von Palästina aus Richtung Osten. Ja, Richtung Osten. Das ist spiegelverkehrt, also bei euch so. Okay. Nächste Frage, inshallah.
Was ist denn mit Yunus a.s. im Meer passiert? Yunus a.s. war im Meer. Was mit ihm passiert im Meer? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich Jenna. Er wurde von einem Wal gegessen. Er wurde von einem Wal verschluckt. Richtig. Okay. Nächste Frage. Welche Dua hat Yunus gesprochen, als er im Wal war? Im Bauch vom Wal. Ja, zu erklären, wir lesen es falsch. Ja? Welche Dua hat er gesprochen? Wer kennt die Dua von Yunus a.s., wenn man ganz, ganz viele Probleme hat? Das haben wir eben noch gesagt. Das ist eine Dua, das ist eine andere. Darin, in dieser Dua ist ganz viel Tawhid und Tauba. Tawhid? Was ist Tawhid? Wer weiß von euch, was Tawhid ist? Tawhid heißt? Ich weiß nicht. Tawhid heißt? Ich weiß nicht, was Tawhid heißt. Okay, du hast mich. Nicht dort lesen. Nicht lesen. Doch, ich lese nicht. Doch. Ich lese nicht. Das sind auch nicht mal die Antworten. Also, keiner weiß die Antwort? Was? Nein. Welche Dua hat Yunus a.s. gesprochen, als er im Bauch vom Wal war? Damit Allah ihm hilft und dann hat Allah ihm geholfen. Keiner weiß die Antwort? Welche Dua hat er gesprochen? Nur Allah allein anbeten. Also, die richtige Antwort. Aisha sagt, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Und hier hat wer was geschrieben? Milad hat es auch geschrieben. Richtig. Okay? Also die Dua, die Yunus a.s. gesprochen hat. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ja? Wenn man große, große Probleme hat. Ich dachte, du meinst den Namen von der Dua. Nein. Er hat diese Dua gesprochen. La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Oh Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. O Allah, la ilaha illa anta subhanak, es gibt keinen echten Gott, es gibt keinen, der verdient hat, dass man ihn anbetet, außer Allah. Ansar, alles gut? Ja, komm, setz dich mal hin, Habibi. Jenna, setz dich hin. Nein, setz dich hier zu deiner Schwester oder setz dich zu Sumaya. Yalla. Das ist auf die Couch. Okay. Ich habe eine Frage. Was ist der Name von dieser Dua? Ich kenne keinen Namen für diese Dua. Guck mal, diese Dua ist wichtig für einen Muslim, die kann man immer sprechen. Ansar, willst du unbedingt jetzt den Stuhl auseinander? Ibrahim, Sophia, schlag dich auf das Fuß. Psst, hört auf, komm. Ja, diese Dua ist aber sehr, sehr wichtig, wenn man Probleme hat. Hört auf jetzt, Ilyas, hör auf. Ilyas, hör auf damit. Ilyas, du störst wirklich. Jetzt sag ich das deinem Vater. Nein, hör auf jetzt. Einmal. Lass deine Füße runter. Guck mal, ich sehe das sowieso. Hör auf damit. Ilyas, tu mal deine Füße runter, bitte. Ich sehe, wenn du es so machst. Kannst du das lassen, Ilyas? Ja. Ja? Okay. Du machst das jetzt extra. Also, hör mal zu. Wenn man große Probleme hat, kann man diese Dua sprechen. In dieser Dua sind drei wichtige Sachen. Ja? Einmal, La ilaha illa Allah. Ja, das ist Tawhid. Dass man niemanden anbetet, außer Allah. Ja? Er hat gesagt, La ilaha illa ant. Es gibt keinen, der anbetungswürdiger ist, als du, ja Allah. Ja? Subhanak ist, Allah zu danken, Allah zu loben. Ja? Wie Subhanallah. Subhanak, yani Subhanallah. Ja, du bist vollkommen, ja Allah. Du bist perfekt, ja Allah. Du hast keine Fehler, ja Allah. Okay? Und dann, inni kuntu minadh dhalimin, ich habe Fehler gemacht. Ich habe eine Sünde gemacht. Falsches gemacht. Okay? Das heißt, ich bitte Allah um Vergebung. Oh Allah, vergebe mir. Ja, wenn man diese drei Sachen zusammen macht, dann Allah hilft dir auch. Ja? Du sagst, la ilaha illallah, und dann lobst du Allah, oder bedankst dich bei Allah, und dann machst du Tauba und sagst, oh Allah, vergebe mir. Okay? Also, nächste Frage.
Was hat Yunus a.s. gehört, als er, also was konnte er hören, als er im Bauch vom Wal war? Er konnte eine Sache hören, wer weiß das? Das Wasser? Das Wasser? Nein? Vielleicht konnte er das hören? Ja, Elias? Allah? Nein? Mhm. Mhm. Die Engel? Nein, er konnte den Tasbih hören, wie die anderen Fische. Die anderen Fische Tasbih Allah subhanahu wa ta'ala preisen und loben. Oh, ja? Ja? Hudayfa, richtig, mashallah. Meerestiere machen dicke. Aber kein Problem. Ich habe gerade dicke. Okay, nächste Frage, Alice. Wie heißt. Nächste Frage. Ansar, bitte. Wie heißt der Vater von Isa a.s.? Der Vater von Isa a.s. Ja, Elias? Der hatte gar keinen Vater. Richtig, der hatte gar keinen Vater. Ja? Richtig, Elias. Nächste Frage. Das war eine Fangfrage. Eigentlich noch schwieriger, wenn man das da davon. Ja? Okay, nächste Frage. Wer war der Cousin von Isa a.s.? Auch ein Prophet. Wer war der Cousin von Isa a.s.? Haben wir auch im Unterricht gehabt. Wer weiß das? Usama. Ishaq ist falsch. Elias falsch. Oh. Musa? Zakaria ist fast richtig, aber auch falsch. Zakaria war sein Onkel. Nein. Oder? Wem? Nein, nicht der Onkel, sondern der Mann von seiner Tante. So. Von Isa? Von Isa a.s. Ja, Khadija? Suleiman. Suleiman ist falsch. Ah, Safia? Mohammed? Oh, wie süß, auch falsch. Alle falsch, alle falsch. Ja, genau. Also, Julie sagt Yahya und Yahya ist richtig. Der Sohn von Zakaria. Ja, das ist alle falsch. Yahya, mein bester Freund in der Schule. Okay, Fatima hat gesagt Yahya und Yahya ist richtig. Mashallah, und Julie auch. Weil, schau mal, Yahya a.s., seine Mama und die Mama von Isa a.s., und zwar Maryam, sind Schwestern. Ja, deswegen sind das Cousins. Ja? Okay, nächste Frage. Nächste Frage ist. Boah, wir müssen uns beeilen, wir sind schon lange dran, oder? Oh ja, wir müssen uns beeilen. Welches Buch bekam Isa a.s. von Allah? Welches Buch hat Isa a.s. bekommen? Khadija? Die Bibel ist richtig, ja? Man kann es auch nennen Evangelium, Injil oder Evangelium. Injil. Okay, nächste Frage. Welches Wunder hatte Isa a.s., als er ein kleiner Junge war? What's wrong with you? Safia? Als ein Baby war. Als ein Baby war. Was hat er? Eine was? Ein Wunder? Hast du vergessen? Okay, Sumeya. Er konnte reden. Er konnte reden als Baby. Okay, was hat er denn geredet, als er ein Baby war? Was hat er gesagt? Psst. Du kommst nicht dran. Talha. Falsch, Usama. Ich bin der Diener von Allah. Ich bin der Diener von Allah. Inni Abdullah. Richtig, ja? Ich bin der ein Diener von Allah. Ja, er konnte als Baby sprechen. Und das ist richtig. Nächste Frage. Musa a.s., ja? Über Musa a.s. ein paar Fragen. Warum legte die Mutter von Musa a.s. Musa in einen Korb und hat ihn ins Fluss geworfen, quasi, oder gelegt? Okay, Safia, warum hat ihr es gemacht? Weil sie hatte uns dann getötet. Ja, weil. Richtig, Safia, gut, ein Punkt für dich, mashallah. Ja? Und zwar, weil die Mutter Angst hatte, weil der Pharao hat die Jungs, die neugeborenen Jungs hat er getötet. Weil er hat einen Traum, dass ein Junge seinen Thron. Ja. Das ist richtig, genau. Das ist so dumm. Hm? Okay, nächste Frage. Noch zu Isa a.s. Isa a.s. wird einen ganz, ganz, ganz bösen Menschen töten. Wie heißt dieser Mensch?
Musa. Dajjal. Dajjal ist richtig. Okay. Wie kann man sich beschützen? Hallo? Psst. Nicht dazwischen reden und nicht miteinander reden. Nächste Frage. Wie kann man sich vor der Fitna vom Dajjal schützen? Ja, weil Dajjal ist eine der größten Fitna und größten Probleme. Der wird so viele Menschen töten und so viele Menschen werden wegen ihm Kuffar werden, ne? Weil er so viele Sachen machen wird, so schlimme Sachen machen wird und so. Wie kann man sich vor dieser Prüfung schützen? Usama? Er wird vor einem springt in Feuer oder... Na, wie kann man sich schützen vor Dajjal, ist die Frage. Usama? Weggehen. Weggehen? Ja, halber Punkt. Was kann man noch machen? Elias? Man liest mal Suratul Kahf. Suratul Kahf ist richtig, aber Suratul Kahf? Ja, was denn davon? Man liest mal die ganze Sura. Nein. Ganze Sura oder? Man liest mal dreimal oder so? Nein, nicht dreimal lesen, ist zu mehr. Du liest 10 Lein? Die 10 ersten Ayats oder die letzten Ayats? Ja, genau. Ja, die ersten 10 oder die letzten 10 Verse von Suratul Kahf auswendig zu lernen. Und manche Gelehrten sagen sogar ganze Suratul Kahf. Komplett. Ja, ja, die ersten 10, es gibt Hadith über die ersten 10 Verse, wer die auswendig lernt. Und dann gibt es einen anderen Hadith, derjenige, der die 10 letzten Verse liest. Ja? Und Allahu A'lam, ich glaube, es gibt auch ein Hadith mit der ganzen Sura. Ja? Mit der ganzen Sura. Oder ist es im Tafsir davon? Okay, nächste Frage. Von wem? Wie heißt der Bruder von Musa a.s., der auch ein Prophet war? Musa hat einen Bruder, der war Prophet. Wie heißt er? Safia? Ibrahim ist falsch. Ich habe vergessen. Ich wollte für Ibrahim hatte, Musa a.s. hatte doch einen Bruder gehabt. Und er hat ihm ja auch geholfen bei der Dawah, als er zu Pharaon gegangen ist. Wer ist denn mit ihm zu Pharaon gegangen? Khadija. No. Safia? Sumer? Benjamin? Nein. Jana? Ja, er ist falsch. Harun ist richtig. Mensch. Ja, steht so oft im Koran. Ja? Harun und Musa. Musa und Harun steht doch so oft im Koran. Anzahl. Okay, die Sahaba, so wie bei Sahaba von Prophet Muhammad, die Freunde von Isa, wie heißen die? Die Freunde von Muhammad heißen Sahaba. Wie heißen denn die Freunde von Isa a.s.? Wie werden sie genannt im Koran? In Surat al-Saff. Al? Na, Al war richtig, aber Al? Wer weiß das? Harn. Harn? Harun. Also auf Deutsch, richtig, ja? Nein. El, die Freunde von Isa a.s. steht in Surat Saf. Der letzte Vers von Surat Saf. وقال الحواريون نحن أنصار الله. Ja? الحواريون. الحواريون. Riyun, das ist der Plural, ja, Mehrzahl. Ja, Al-Hawariyun, die Freunde von Isa a.s. heißen Hawariyun. Okay, nächste Frage. Bei Musa a.s. Wie heißt die Frau, die Musa a.s. aufgenommen hat, damit er bei ihr bleibt? Wie heißt sie? Ja, wie heißt die Frau? Khadija? Nein, die Frau, die ihn aufgenommen hat im Palast, die Musa aufgenommen hat. Oh, Miriam. Was? Falsch. Ich meine dann die Mutter, ne? Nein. Fatima oder Khadija? Falsch und falsch. Asia? Asia? Asia ist richtig. Mashallah, gut, Safia. Die Frau von Pharaon hat ihn noch aufgenommen im Palast und das war die Asia, radiallahu anha.
Musa, Entschuldigung. Okay, nächste Frage. Wie oder womit hat Musa a.s. das Meer geteilt? Mit welcher Sache, die er, was hat er in seiner Hand gehabt? Usama. Ein Stock. Ein Stock, Stock ist richtig. Okay, nächste Frage. Wie heißt das Buch, was Musa a.s. bekommen hat von Allah? Das Buch, nicht von Isa, von Musa. Stock ist richtig, ja. Elias. Tora. Tora. Taurat. Taurat. Auf Deutsch Tora. Ja, Tora. Ja, man sagt auch das Alte Testament. Ja, man sagt zur Bibel, Evangelium, sagt man das Neue Testament. Und von Musa a.s. nennt man Tora oder das Alte Testament. Okay, nächste Frage. Was ist richtig? War richtig, ja. In welcher Stadt lebte Hud a.s.? Hud. Der Prophet Hud a.s. lebte in einer Stadt. Diese Stadt ist der Name von einer Sura. Nein. Nein, die kannst du doch. Nein, gar nicht. Was hast du eben nochmal gesagt mit Wien? Wie heißt die Stadt? Heißt das Wien oder so mit Wien? No. Eine Sura im Koran. Eine Sura im Koran heißt so. Das ist der Name von der Stadt, wo Hud a.s. gelebt hat. Wer weiß das? Wer weiß das? Hier weiß es keiner? Irak. Irak ist ein Land. Wie heißt die Stadt, wo, oder dieser Ort, wo Hud a.s. gelebt hat? Tauran ist nicht richtig. Es gibt ja auch keine Sura, die Tauran heißt. Aber Buthayna Anya oder so, sagt Ahqaf. Und Ahqaf ist richtig, Suratul Ahqaf. Ahqaf. Ja? Ahqaf. Nein, nicht F. Ahqaf. Ahqaf, ja? Okay, pssst. Also, eine andere Frage. Wie heißt das Volk von Hud a.s.? Das Volk von Hud, wie heißt das? Ha? Steht oft öfters im Koran. Wie heißt das Volk von Hud a.s.? Elias? Zad oder so? Zad? Zad. Zad steht auf jeden Fall nicht im Koran. Zad. Sufyan schreibt Ad. Und Milad schreibt Ad und Ad ist richtig. Qawm Ad. Qawm Ad. Ich auch. Ja? Ah, Rodaina. Rodaina habe ich es vergessen. Ja, genau. Okay. Ja, Ad. Ja, Qawm Ad. Qawm Ad in Ahqaf. Okay, nächste Frage. Das Volk von Hud a.s. waren die arm oder reich? Die waren reich. Du hast einfach dazwischen geredet. Man darf das nicht. Ja, die waren sehr, sehr reich. Okay. Okay, nächste Frage. Welche Strafe hat das Volk von Ad, also das Volk von Hud a.s., welche Strafe haben die für 8 Tage bekommen? 8 Tage lang. Steht im Koran in Suratul Haqqa. Al-Haqqa, man haqqa, und man haqqa. Richtig, okay. Ja, das war eine Strafe war. Die durften nicht von einem Becken, Nein. Die durften nicht. 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 Die durften falsch. Nein, es war nicht diese. Nein, und zwar hat ihnen ein Wind, einen starken Wind geschickt. Und dieser Wind hat die alle auseinandergenommen, alles kaputt gemacht. Und die sind einfach gestorben, ja, durch diesen starken Wind. Und die sind durch die Gegend geflogen, oder ihre Köpfe sind durch die Gegend geflogen, ja. Ja, weil, okay, 7 Nächte und 8 Tage, ja, 7 Nächte und 8 Tage. War Nuh a.s., Nuh, war das ein Prophet oder ein Gesandter? Nuh a.s. Also kam der mit einem Buch oder ohne Buch? Was ist ein Buch? Ein Buch, was für ein Nuh? Ein Buch.
Nuh alayhi salam. Nuh. Prophet oder Gesandter? Hat er ein Buch von Allah bekommen oder nicht? Was ist nochmal Gesandter? Oder Buch oder mit Buch? Gesandter ist mit Buch. Gut. Ja? Nuh alayhi salam. Nuh. Oh. Ohne Buch. Ja? Spät. Manche sagen Gesandter, manche sagen Prophet. Ohne ich Buch. Doch, der ist mit Buch gekommen. Genau. Hab ich doch, wollte ich doch. Ja? Warum wurde Nuh a.s. von seinem Volk ausgelacht? Was hat er gemacht, dass er von seinem Volk ausgelacht wurde? Oh, der hat den Böden. Musa. Ein Schiff gebaut. Ein Schiff gebaut? Warum haben die den ausgelacht dann? Ja, weil dann gibt es keine Wasser. Ja. Berg. Er hat einfach mitten in der Wüste oder so in der Stadt, also nicht in der Stadt, ein Schiff, ein riesiges Schiff gebaut. Und der Holz hat sich selber gemacht. Oder hat er selber. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube. Weiter. Nächste Frage ist, wie wird Nuh a.s. auch genannt? Er hat einen Spitznamen. Wer weiß das? Ein Spitzname? Wer? Nuh. Noah. Ich weiß nicht mal, welche Frage. Nuh hat einen Spitznamen. Ein Spitzname. Man nennt ihn auch, wie nennt man ihn auch? Ein Khalid. Nein. Sie wollen immer nichts aussehen. Ja, Rodeina. Rodeina sagt, der zweite Vater der Menschen. Ja, Abul Bashar. Richtig. Ja? Der war doch der dritte Prophet. Nein. Warum sagt man das? Weil alle Menschen ja, die nicht mit ihm auf dem Schiff waren, alle sind gestorben. Ja. Ja. Wer ist gekommen? Abdullah. Okay. Also, alle sind gestorben und deswegen alle, die danach gelebt haben, oh, Sumeya und Ansar, ihr müsst gehen. Ich glaube, wir machen auch jetzt schlussendlich, weil wir haben noch einige, viele Propheten noch gar nicht angenommen. Vielleicht machen wir noch einen anderen Tag Vorbereitung. Okay? Wir haben schon 7:45, also hier in England 7:45. Also stoppen wir schon. Ja, er wird auch der Vater der Propheten genannt. Okay, inshallah, machen wir jetzt hier Schluss? Ja. Ja, war heute echt lang. Tut mir leid. Jazakum noch her und Barak Lafikum. Wir hören uns, wir sehen uns, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Okay, subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisan, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.